Ein Film, der sich mit Themen wie Body Positivity beschäftigt, um Ehekrisen, Beziehungsangst oder das Moloch der Modeindustrie, und dann heißt er auch noch wunderschön. Es gibt sicherlich viele, die schon vorab mit so einer vorgefertigten Meinung oder rollenden Augen ins Kino gehen, wenn sie überhaupt ins Kino gehen. Schmeiß das alles mal bitte über Bord. Caroline Herfurth hat ja einen so sehenswerten, wichtigen Film mit jeder Menge Feel-Good-Momenten gemacht. Das ist wirklich beachtlich. Eine Guck-Empfehlung über Genres und Alterszielgruppen hinweg. Willkommen in der Filmfabrik. So, Milch ist im Kühlschrank. Oh, Sonja, du kannst jetzt nicht einfach... Warum muss ich denn jetzt plötzlich alles ändern? Mit SMS für dich hatte Caroline Herfurth 2016 einen dermaßenen Aufschlag, was den neuen deutschen Mainstream-Film angeht. Ich war von diesem Film sehr angetan. Danach folgt noch Sweethearts und jetzt eben Wunderschön. Vielleicht mögen diese Titel eben so ein bisschen Klischee sein, aber es ist am Ende völlig egal, wenn man den Film oder die Filme gesehen hat. In diesem episodenhaften erzählten Film fließt so viel Zeitgeist zusammen. Wir haben Mitfünfzigerinnen, die sich nicht mehr von ihrem Mann beachtet oder geliebt fühlen. Eine rostende Ehe nach Jahrzehnten gemeinsamen Lebens. Ein koksendes Model, das sich runterhungert, um weiter irgendwie im Geschäft bleiben zu können. Eine, ja, etwas öko angehauchte Lehrerin, die keinen Bock auf Beziehungen hat und One-Night-Stands dann doch sehr gerne bevorzugt. Und eine junge Zweifachmutter, die sich mit ihrem Körper und dem Leben irgendwie nicht mehr identifizieren kann und nicht mehr im Reinen ist. Und dann haben wir noch ein junges Mädchen, das ja körperlich vielleicht jetzt nicht einem irgendwie ausgearteten Kollektivmaß entspricht. Und dazu dann noch jeweils die Männer oder Freunde, die ihren Teil zu diesen Lebensumständen beitragen. Das ist im Prinzip das Setting von Wunderschön. Du gehst einfach davon aus, dass sich für dich nichts ändert und für mich alles. Dieses ganze Beziehungskonzept, ich glaube da gar nicht dran. Also einmal Sex, das bin ich leider nicht. Ach so, ich will einen Tanzkurs mit dir machen. Ich muss nicht mehr machen, was du willst. Ich muss nicht mehr sein, wie du willst. Ich will einfach nur noch ich sein. Und warum wollen die dich nicht mehr? Weil ich nicht richtig aussehe. Und jetzt kann man natürlich alles an Keulen schwingen, was man so im Köcher hat. Zu Vogue, zu urban, zu viel Klischee, zu oberflächlich. Und ja, von mir aus kann man das machen. Es gab auch in diesem Film wieder Kollegen, die vorzeitig aus dem Kino rausgestürmt sind und alles vernichtet haben. Ich allerdings habe mich von Minute 1 bis Minute 132 in diesen Sitz gesetzt und habe einen so gefühlvollen Film gesehen, der Probleme aufzeigt, die alle kennen oder zumindest schon mal irgendwie mitbekommen haben. Das alles aber mit dem nötigen Ernst und jetzt trotzdem nie mit so einer Schwermut, und es wird immer wieder die Kurve gemacht, daraus wirklich so eine warmherzige Feel-Good-Romanze zu machen. Und so sehr diese Klischeekeulen geschwungen werden, so sehr ist es aber auch dann eben doch manchmal die Oberfläche, die nur gekratzt wird. Wie diese Geschichten allerdings dann erzählt werden, wie sie von den vielen tollen SchauspielerInnen dargestellt werden und wie diese Stränge dann auch noch alle zusammenfließen, Caroline Herfurth ist hier wirklich mal wieder ein so, so sehenswerter Film gelungen, sowohl in der Story als auch in der Besetzung und im Grundton ihrer Inszenierung. Das ist einfach so viel. Du musst mehr arbeiten, du musst Sex haben, du musst deinen Körper akzeptieren. Ich bin aber nicht okay mit meinem Körper. Schon besser. Bei allem, was man kritisieren kann, ich habe das alles wirklich fast uneingeschränkt gerne gesehen. Diese Ausschnitte und Einblicke in das Leben von Personen, von denen wir alle sicherlich irgendwelche Beispiele kennen. Jeder und jede kennt irgendwelche Personen, die in irgendeiner Art und Weise an Figuren im Film erinnern. Und warum funktioniert das hier so gut? Weil Caroline Herfurth sich vielleicht einfach mal an Themen bedient, die zwar schon ein bisschen angestaubt und so urban vermottet wirken, aber dabei keinerlei Story-Klischee bedient. Es passiert dann eben nicht genau das, was ich in deutschen Filmen immer befürchte, wenn es um zum Beispiel Body Positivity geht. Es muss nicht überall auf Biegen und Brechen auch ein Happy End gelingen. Und deshalb komme ich aus diesem Film raus und weiß aus dem Stand, 20 Leute, die ich sofort da reinschicken würde und werde. Das kann meine Mutter sein, die mit ihrer Schwester da reingeht. Das kann meine Frau sein mit ihrer besten Freundin. Gleichzeitig könnten mein bester Freund und ich als ihre Partner aber auch mit reingehen. Und diese Gruppe an Menschen habe ich eben selten, die ich in einen Film schicken würde. Es ist ein Film für Babyboomer, für die Generation X, Y und Z, der sich nie anbiedert, aber auch nie sagt, pass auf, das ist richtig und das ist falsch. Der keine Vorgaben macht, der einfach, so glaube ich zumindest, ein Lebensgefühl von Millionen und Abermillionen Menschen in diesem Land trifft. Ja.
Das Ganze ist eben ein Ausschnitt gesellschaftlich relevanter Themen und Probleme. Aber es kommt auch dieses Gefühl, Leute, pass mal auf, wir kriegen das alles hin, die Welt ist schon okay. Es ist romantisch, es ist tragisch, es ist lustig. Und auch das klingt jetzt irgendwie total kitschig, wenn ich das sage, aber dann ist auch das einfach mal der Fall. Ja, es ist viel woke Bubble dabei und es werden jetzt nicht alle gesellschaftlichen Probleme und Milieus in irgendeiner Weise angesprochen. Doch ist dieser Film doch eben jetzt nicht so eine wissenschaftliche Analyse, sondern einfach ein Gefühlsfilm. Und selbst wenn ich mich nur in einzelnen Episoden dann in irgendeiner Weise wiedererkannt habe, so schafft es dieser Film eben, mit mir die anderen Geschichten auch ans Herz zu legen. Und ich würde euch jetzt wirklich ungern jede einzelne Geschichte hier auseinandernehmen und erzählen und will auch gar nicht auf die einzelnen Aspekte so sehr eingehen. Ich will einfach, dass ihr euch diesen Film anguckt, vorausgesetzt, ihr könnt mit der Thematik was anfangen und vor allem, ihr mochtet den Trailer schon, weil das ist eigentlich ein ganz guter Einblick, was euch da erwartet. Neben Caroline Herfurth sind außerdem mit dabei Nora Tschirner, Friedrich Mücke, Joachim Krohl, Martina Gedeck oder auch Emilia Schüle. Aha, wieder also das deutsche Grundinventar, das in jedem Film dabei ist, gefühlt. Ja und zum Glück. Das hier ist ein Mainstream-Film und genau diese Gruppe spricht dieser Film an. Nochmal als das Leben von Millionen Menschen in diesem Land. Und ich wage jetzt eine steile These. Aktuell macht es niemand besser als Caroline Herfurth. Da ist er mit, oder? Ja, habe ich auch gedacht. Jetzt mache ich den Deckel drauf mit dieser steilen These. Puh, Message hoffentlich angekommen. Ich danke euch fürs Zusehen. Bleibt vernünftig und gesund. Habt viel Spaß mit Wunderschön. Ich hatte es auf jeden Fall. Macht es gut. Danke. Ende.